Hallo liebe YouTuber, ich habe mir heute wieder was richtig, richtig Schönes für euch ausgedacht und ich finde, ihr habt es auch verdient, weil es so echt immer so schön ist, eure Reaktionen zu sehen. Ich habe mir gedacht, ich mache wieder was mit Amaryllis, aber ich mache es diesmal anders. Und zwar ist es auch keine Amaryllis im Topf, sondern es ist tatsächlich eine Amaryllis im Schnitt. Und da gibt es heute ein Amaryllis-Tablett. Ja, ich habe hier eigentlich gar nicht so viel Platz auf der Werkbank und ich muss euch mal zeigen, was hier auch noch so ist. Es sind jetzt hier so große Vorbereitungen und man sieht, warum ich wenig Platz habe. Das ist jetzt auch eine Vorbereitung für eine Trauerfloristik für morgen und deswegen habe ich mir hier so ein kleines Eckchen erkämpft, aber ich schaffe das auch so und das ist jetzt der Schritt 1 für die Vorbereitung, weil ich möchte ein Amaryllis-Tablett machen und ich möchte auch Amaryllis im Schnitt auf dieses Tablett stellen, aber ich muss natürlich mit dem Tablett ein bisschen was machen. Das ist zum einen jetzt ein richtig tolles Holztablett, ja, ist schön dick, ja, und massiv und das ist eigentlich schon ganz toll, aber zum einen brauche ich auch ja, eine gewisse Dicke vom Holz, das ist ganz, ganz wichtig. Und zum anderen muss ich dieses Tablett auch wasserdicht machen. Wie ich das mache mit dem Wasserdicht, das kommt natürlich später. Ja, weil es lohnt sich ja immer, die Videos bis zum Schluss anzugucken. Und da gibt es dann diese ganzen Tricks und Tipps, die ich darin gebe. Und ich habe jetzt, damit ich viel dickes Holz habe, weil nachher müssen ja auch die Halterungen für die Amaryllis gut da drin stehen, habe ich im Keller was ganz Tolles gefunden. Ich habe ein Brett gefunden, das ganz genau darunter passt. Das ist auch richtig schön fest und dick. Ja, das ist auch so ein ganz tolles Massivbrett. Also ich glaube, ihr werdet dann jetzt irgendwann mal die Werkzeugbänke und Keller von euren Männern stürmen, wenn ich euch weiter so beeinflusse. Und Schritt 1 heute ist, dass ich dieses Tablett hier, dieses Holztablett auf mein Holzbrett drauf leime. Ja? Und das mache ich folgendermaßen, indem ich hergehe und ich verteile den Leim auf meinem, so, den muss ich jetzt natürlich schön verteilen. Am besten nimmt man vielleicht wie sowas wie so einen Backschaber oder so eine Gummilippe, ja, und Holzleim. Holzleim ist ein super tolles Material, habe ich auch schon auf Seminaren super Sachen damit gemacht und ja, das reicht eigentlich schon, so. Und dann setze ich, das ist jetzt eigentlich nur so für die Nacht, ja, jetzt setze ich dieses Holztablett auf mein Brett drauf. Und ich hätte auch gern, dass das schon ein bisschen Festigkeit hat. Und jetzt kommt der Angriff auf die Werkbank von eurem Mann. Ja, also ich habe das natürlich alles hier im Laden, immer die Sachen. Ich gehe jetzt her und ich möchte gerne, dass das richtig schön fest wird über Nacht. Das heißt, ich mache an zwei Seiten von dieser Arbeit, mache ich eine Schraubzwinge dran. Drehe das Ganze nochmal rum und mache die andere Schraubzwinge. Also zwei reichen auf jeden Fall. Wir haben auf die Art und Weise auch schon unseren Kartenpräsenter gemacht. Oh, den kann ich euch gleich mal zeigen. Weil da haben wir nämlich Weinkisten genommen und haben die mit Schraubzwingen aneinander gemacht. Und das ist jetzt auch so ein Kartenpräsenter, den wir haben. Der sieht halt nicht so aus wie das so, naja, standardmäßig aus Metall, sondern wir haben das auch tatsächlich ein bisschen anders gemacht. So, schön, schön kontrollieren, dass es auch gut sitzt. Und das ist jetzt eigentlich meine Vorbereitung für mein Amaryllis-Tablett. Und das lasse ich jetzt einfach über Nacht so stehen und lasse es mal schön trocknen und komme dann morgen wieder. Und dann geht es nämlich weiter mit dem Ganzen. Und zwischendurch zeige ich euch jetzt gleich mal eine ganz tolle Arbeit mit Holzleim und Schraubzwingen. Kommt mal mit in meinen Laden. Also wir haben im Laden nicht nur viele, viele schöne Blumen. Ich war heute wieder mal einkaufen
Und ich zeige euch mal so ein bisschen die Üppigkeit vom Tisch. Das sind übrigens Wachsrosen. Diese schönen Rosen, die den ganzen Winter halten, wenn man die in ein nadliges Gesteck macht. Und tolle Germini, die haben immer so eine tolle dekorative Wirkung. Ich liebe sie. Und hier kommen auch schon die ersten Frühlingsboten. Das sind Ranunkel. Ja, und also nicht nur diese vielen Blumen, sondern hier ist auch noch unsere weihnachtliche Ecke. Ziemlich viele Weihnachtssterne haben wir verkauft, lauter leere Töpfe. Und dann haben wir natürlich auch schöne Karten, richtig tolle Weihnachtskarten. Ich liebe meinen Weihnachtskartenverlag. Die finde ich zum Beispiel ganz, ganz bezaubernd. Oder was ich auch mag, ist die mit den Äpfeln, ja, mit Anissternchen. Und das ist jetzt natürlich hier nur auf einem Tablett. Aber damit die Karten ein richtig schönes Zuhause haben. Und da haben wir auch mit ganz viel Holzleim. So, ich drehe mal einen Schritt zurück, dass ihr das auch gut sehen könnt. Da haben wir mit Holzleim und mit Weinkisten haben wir dieses Kartenregal selbst gebaut und haben, so, ich gehe mal ein bisschen runter, dann sieht man das auch, und haben diese ganzen Holz-Weinkisten zusammengeschraubt. Und was daran natürlich ein ganz uriges und hübsches Element ist, das sind diese schönen Schubladen, die so auf alt gemacht sind mit ihren Füßchen. Und die stehen hier in unserem Regal, ja, unten und auch seitlich. Die sind auch übrigens, die sind tatsächlich unverkäuflich, weil die brauchen wir und die machen natürlich dieses dekorative Element unseres Regals aus. Ja, und so findet jeder anhand der hier gute Besserung, Liebe, Geburt, Geburtstag, neutral. So findet jeder seine Lieblingskarten. Und meine absolute Lieblingskarte, die zeige ich euch mal. Das ist die hier. Die finde ich total süß. Das ist nämlich dieser Igel mit dieser Mullbinde um den Kopf. Ja, das ist eine der schönsten Karten. Die kommt auch ohne Text aus. Aber genug über Weinkisten erzählt. Morgen geht's weiter, wenn unser Holztablett mit dem Brett schön getrocknet ist. Hallo ihr Lieben, so jetzt kommt Tag 2 von unserem schönen Amaryllis-Tablett. Das Ganze ist jetzt hier über Nacht einmal getrocknet. Das ist jetzt also echt ein Video heute, das ich mal in mehreren Etappen drehe. So, die Schraubzwingen, die können wieder ab. Also Schraubzwingen, Werkzeug ist was ganz Tolles, wenn man gut schönes Werkzeug hat. Auch in der Floristik geht es manchmal ein bisschen zu wie in der Schreinerei. Ich sag dann zu meinen Mädels ab und zu, Schreinerei Flower Style, guten Tag. Also es ist auch wunderbar, diese Schraubzwingen. So, und jetzt ist es auch ganz toll zusammengeleimt, ist wunderbar fest. Mein Gedanke ist, ich möchte natürlich, dass da auch Amaryllis stehen können. Ich möchte gerne, habe hier diese schönen Splitstäbe, ja, Holzstäbe, die sind auch schön dick. Und ich möchte gerne 3 solche Stäbe hier festmachen. Geht natürlich auch mit 2. Ich finde 3 jetzt schöner. Und man muss ja den dritten nicht immer nutzen. Man kann ja auch einfach zum Beispiel ein bisschen was, Seidenkiefer oder Tanne oder so irgendwas drauf machen. 3 Amaryllis ist natürlich auch eine Luxusversion. Ich habe hier den Bohrer schon mal vorbereitet, die Bohrmaschine. So, damit es nicht so laut wird, bekommt ihr jetzt eine richtig schöne Musik, ein bisschen weihnachtlich, weil Amaryllis sind ja weihnachtlich. So, die Löcher sind gebohrt. Mal gucken, ob die Größe passt. Wunderbar. Sehr schön. Und diese Holzstäbe, von der Länge her, ich muss jetzt erstmal klopfe ich natürlich oder fege ich auch die Späne hier raus, damit ich nicht alle den Dreck leime. So, und die Stäbe, hier brauche ich jetzt auch wieder eine gute Gartenschere. Die mache ich jetzt von der Länge her, mache ich mal einen so und den zweiten, den kann man ruhig auch mal einen Tick kürzer machen.
So, und den mittigen, das finde ich immer ganz schön, wenn der mittige länger ist. Ja, ich habe hier so ein ganzes Bündel, so einen ganzen Packen an Amaryllis-Splittstäben, weil wir haben so viele Amaryllis, die wir immer hier, wo wir diese Stäbe auch bei langen Sträußen reinmachen, dass wir das permanent brauchen. Ja, es ist immer eine gute Ausstattung, ist total wichtig. Und ich bin auch immer, wenn meine Mitarbeiterinnen sagen, Margit, wir brauchen das und das als Arbeitsmaterial, bin ich die Erste, die das natürlich sofort besorgt. So, haben wir hier wieder unseren Holzleim. Und ich gehe jetzt einfach in den Topf rein mit meinem Stab und gucke, dass ich ein bisschen, dass ich natürlich auch ein bisschen Holzleim in das Loch reinmache. Ja, also zuerst mal das Loch ein bisschen füttern. Und dann sieht man das hier, genau, bis so, und dann lege ich einfach meinen Holzstab hier rein. So. Und eigentlich war es das dann schon für heute, weil im Anschluss lasse ich das Ganze jetzt wieder schön trocknen. Gehe jetzt mal heim und mit dem Video geht es dann einfach morgen wieder weiter. Es ist jetzt wirklich so eine Arbeit, die Tag für Tag entstehen muss. Gut Ding will Weile haben, heißt es ja. Und genauso ist es auch manchmal mit solchen Dingen, weil das ist jetzt einfach eine Wahnsinnsgeschenkidee, ja, oder wirklich was ganz, ganz Besonderes. So, meine Amaryllisstäbe stehen, ja, sind jetzt auch gut geleimt. Und ich sage einfach tschüss, ihr Lieben. Morgen komme ich wieder. Bye, bye. So, doch nochmal eine kleine Detailerklärung. Ich habe den überschüssigen Holzleim nochmal mit einem Stück Küchenrolle weggewischt, ja, damit es nicht so, also hier kann ich auch nochmal ein bisschen was wegmachen. Man wird es später zwar nicht sehen, aber es ist doch schöner, wenn da jetzt nicht so ein, ja, so ein Tropfen direkt daneben ist. Und dann habe ich das nochmal richtig ordentlich sauber gemacht, damit mein Tablett für die Nacht gut aussieht, beziehungsweise für danach. So, hallo, also mein Tablett ist jetzt wunderbar über Nacht getrocknet und entgegen meiner Befürchtung, man sieht überhaupt keine Spur mehr vom Holzleim. Die Stäbe sind perfekt fest, ja, das ist super. Und ich habe eigentlich zuerst gerade überlegt, ob ich Wachs schmelze, weil ich hatte eigentlich immer eine Mikrowelle, wo ich Wachs, habe in der Mikrowelle manchmal das Wachs weich gemacht. Aber das schmilzt in der Mikrowelle nicht. Also es sind doch immer ein paar Selbstversuche. Folglich habe ich beschlossen, bevor ich jetzt mit dem Topf hergehe, weil ich hatte früher eine Fritteuse extra zum Wachsschmelzen. Aber diese Fritteuse ist leider kaputt gegangen. Ja, also gibt immer viele Wege, die nach Rom führen. Und mein nächster Weg, ich wollte natürlich auch jetzt dieses Tablett, das ist jetzt ein poröses Holz. Und damit ich Wasser reinmachen kann, muss ich das jetzt wasserdicht machen. Ja, und hier habe ich jetzt Klarlack. Und dann habe ich natürlich erstmal nachgelesen. Klarlack ist super brauchbar für ganz viele Sachen. Kann man auch super gebrauchen, wenn Körbe so ein bisschen von der Witterung leiden. Dann kann man die mit Klarlack einsprühen und dann sehen die wieder viel frischer aus und dann verrotten die nicht so schnell. Ja, und das ist auch sehr, sehr schön. Und hier heißt es auch Klarlack für Floristik, Modellbau, Bastelarbeiten, schnell trocknend, geeignet für die Vorbehandlung und Versiegelung saugender Werkstoffe. Saugend ist ja mein Tablett. Also super. Genau, nehmen wir und gehe ich erstmal her und mache und sprühe ordentlich Klarlack ein. Da muss ich jetzt natürlich schon ziemlich dick sprühen, weil gerade diese Löcher hier unten, die müssen jetzt auch ordentlich, das muss jetzt schon wasserdicht sein, weil ich möchte ja nachher auch dann Wasser reinmachen, um meine Amaryllis zu wässern. So, kurze Pause, das Telefon klingelt und mein Klarlack trocknet. Es ist jetzt Freitagabend, es schneit in Königstein und ich komme irgendwie nicht umhin, euch dann ab und zu so ein gewisses Tageswerk zu zeigen. Morgen früh werden wir wieder beliefert mit Blumen, da stehen hier schon die leeren Kisten. Ja, die kommen dann in der Nacht. Wir haben hier unser schönes Amaryllis-Tablett ins Schaufenster gestellt. Und ich denke, das ist jetzt wunderbar illuminiert, ja. Und es ist ganz toll, wenn die Leute jetzt abends vorbeifahren. Und neben unserer Weihnachtsecke, ja, wo wir jetzt ja noch die Bäumchen haben und die Weihnachtssterne, gibt es ja auch die Frischblumen.
Die allerdings, wir haben heute viele Sträuße gebunden, aber trotzdem ist noch einiges da. Aber ich komme dann irgendwie abends nicht umhin, euch nochmal, das sind jetzt hier noch zwei Sträuße für den Laden. Das ist auch eine witzige Kombination mit Hyazinthen und mit Kohl. Das hier ist Kohl, ja, also hier diese Blüte, die ist richtig schön groß. Und das ist eigentlich eine Mischung. Kohl ist eigentlich eine Herbstblüte und Hyazinthen sind eine Frühlingsblüte. Also man sieht, es lässt sich doch vieles kombinieren. Hier sind immer diese allseits beliebten grünen Bartnelken. Die mögen die Leute total gern. Und neben unseren schönen Christrosen, die ja im Winter wunderbar blühen, könnte ich eigentlich auch mal wieder was damit machen. So, führe ich euch jetzt doch nochmal rund. Und hier haben wir auch einen großen Strauß mit Kohl, winterlich gebunden mit Kohl. Und hier ist zum Beispiel wieder was Besonderes drin. Also das hier, das ist eine Kapflora. Ja, die kommt aus Südafrika und ist sehr dekorativ in dem Strauß. Haben wir natürlich mehrere, drei Stück reingemacht. Dann ein hoher Strauß mit einer Amaryllis. Die kommt allerdings erst zum Blühen. Und während hier in der Kiste, ja, da ist noch eine Kiste mit Amaryllis, schöne rote. Die werden allerdings erst angeschnitten dann noch. Und hier haben wir noch einen üppigen Strauß in Rosa, Aprikot, Pink mit Schleierkraut, ein Dauerstrauß, ja, ein haltbarer mit Lichterkette. Das hier sind nur die Schnüre von dem Flowerback, die schwarzen, die hier jetzt drüber liegen. Und hier ist wieder die schöne Lichterkette, also wenn die dann an ist, ist es sehr schön und wieder elegant im Filzsäckchen versteckt. Eine Dame war noch ohne Adventsgesteck, aber auch das ist kein Problem. Hier haben wir noch einen schönen herbstlichen Strauß. Sind nicht immer weihnachtliche Sträuße gewünscht. Ich drehe mal die Namen extra weg. Klar. Und hier haben wir ein Schieferplättchen. Da haben wir eine Wachsrose drauf gemacht. Und haben das Ganze mit, besonders schön finde ich, sind diese Magnolienknospen, dieses Sempervivum. Und das hier, dieses Grün, das ist was ganz Besonderes. Das ist ja die Muschelzypresse. Und auch so kleine Details. Hier sind diese kleinen Zapfen. Das ist die Douglasie. Ich glaube, ja, Douglasie war es. Ja, und hier gibt es nochmal eine Bestellung mit vier Sträußen. Und da die Kunden, da das von einem Verein ist, das die Jahreshauptversammlung. Und damit die Sträuße morgen, wenn die abgeholt werden, auch bestens im Wasser versorgt sind, gibt es dann dazu noch die Flowerbags. Ja, da haben wir schon das Wasser drin. Und dann können die im Wasser abgestellt werden und die Beschenkten können die in dem Flowerbag danach mitnehmen. Das ist natürlich immer eine super Lösung. Und zu guter Letzt, ich habe wieder mal Körbe bekommen. Ich habe eine ganz neue Form bekommen und diese Körbe, die sind so schön, weil die sind so bauchig und da gibt es auch drei Größen. Ja, ich versuche mal die auseinanderzustellen. Und das hier ist noch der kleine. So, stelle ich mal hier daneben. Hier stand noch ein Gesteck vorhin. Ja, es sind drei Größen und die musste ich euch mal zeigen, weil manche sagen auch, ach, sind die schön. Und die haben also wirklich auch diese ganz, ja, diese stabile Flechtung. Man sieht auch, wenn ich die Hand dran lege, wie fest oder wie dick das ist. Und die ist sehr, sehr robust beim Wetter. Ja, und sehr witterungsbeständig. Ich liebe diese, ja, fast graue Natur, diese Körbe. Ja, aber jetzt gehen wir endlich weiter zum Video. Ja, ihr Lieben, gehen wir mal rüber. Nur mal so ganz nebenbei, weil ihr interessiert euch ja immer auch immer dafür, was wir so für schöne Sachen im Laden haben. Wir haben hier ganz tolle Laternen mit so einem Seil, mit einer ganz festen, dicken Vase drin. Ja, das gibt es in zwei Größen. Das sind auch tatsächlich von diesen schönen Laternen meine letzten zwei, weil manche lassen sich ja auch Sachen schicken von mir. Hier ist die zweite, die ist ein bisschen höher. Aber ich wollte euch das mal gezeigt haben, weil das einfach eine schöne, schöne Beleuchtung ist. Und während wir gewartet haben, dass unser Tablett trocknet, habe ich hier schon mal bereitgestellt, dass ich nicht so weit laufen muss. Die Sträuße für den Kunden, der gleich kommt und die abholt, der wollte vier weihnachtliche, schöne Sträuße. Manche sagen also im Moment, dass sie herbstliche Sträuße wollen. Manche wollen weihnachtliche. Es geht beides, ist wunderbar. Und mit so ein bisschen ja, silbernen Korallenfarben, mit schönen Kugeln, Zapfen, kann man die Sträuße natürlich ganz toll weihnachtlich machen. Ja, aber zurück zu unserem Tablett. Das ist jetzt auch getrocknet, das ist auch super so. Hatte ich noch so ein paar Ideen. Ich
fand es eigentlich schön winterlich und knuffig. Und das muss man jetzt nicht mal kleben. Hier habe ich so einen schönen dicken Wollfilz ergattert. Und ich fand es eigentlich ganz schön, wenn der so diesen Übergang zwischen dem Tablett und dem Brett, wenn der Filz diesen Übergang so verkleidet. Und was ich jetzt mache, ist so. Also es ist so eine schöne Rolle, aber das sind immer so tolle Anschaffungen. So, mein Heißkleber habe ich natürlich vergraben. Hier ist er. Also, und dann das klebe ich jetzt tatsächlich nur mit einem Tupser Heißkleber, mit einem ganz kleinen, klebe ich das fest, weil das möchte ich eigentlich jetzt gar nicht sonst so fixieren. Vielleicht will ich den Wollfilz auch zu einer anderen Zeit für was anderes nutzen und dann muss der jetzt nicht so dick verklebt sein. Ja, jetzt kommt die eigentliche Aufgabe. Amaryllis brauchen ja mit Amaryllis, Calla und Tulpen sind Blumen, die eigentlich mit einem ganz niedrigen Wasserstand wunderbar klarkommen. Und deswegen nehme ich jetzt meine erste Amaryllis und da kann ich jetzt auch so ein Messerchen nehmen. Und die Amaryllis, so, ich arbeite mich jetzt mal an die Länge ran, weil abgeschnitten ist ja schnell. So, abgeschnitten ist schnell. Jetzt kann ich hier noch, naja, so ein kleines Scheibchen, also da kann man wirklich immer so ein Messer nehmen und ein Scheibchen abschneiden. Und ich teste jetzt auch mal, wenn ich die Amaryllis hier drauf stelle. Wunderbar, hält die ganz toll. Die einzige Anforderung, die Amaryllis hat, also die sind jetzt leider noch nicht so aufgeblüht, aber es ist ja auch schöner, wenn die beim Kunden aufblühen und nicht bei uns. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe mit dem Tesa genau an die Kante, an die Schnittkante von der Amaryllis. Ja, so, also ganz genau kantenbündig klebe ich den Tesa drumrum und stelle diese Amaryllis einfach auf meinen Holzstab drauf. Das gleiche mache ich jetzt auch mit den anderen. Wenn die Amaryllis zu kurz geschnitten ist, dann bekomme ich die nicht tiefer. Ja, also dann habe ich ein Problem, die darf natürlich nicht schweben. Die Amaryllis muss immer auf dem Tablett aufsitzen, weil die muss den Kontakt haben. Weil da ist natürlich das Wasser und die Wasserversorgung. Das heißt, also wirklich langsam an die Länge rantasten, die ich im Endeffekt haben möchte. Und mit dem Tesa auf jeden Fall, dass der Tesa sich überlappt. Ja, weil wenn der sich nicht überlappt, dann kann man sich das Unterfangen eigentlich sparen. Und wenn man ganz sicher gehen will, dass der richtig fest ist, also der muss anderthalb Mal etwa, sollte der Tesa hier um die Amaryllis rumlaufen. Sieht jetzt eigentlich schon mal echt cool aus und ich hole jetzt auch mal Wasser. Das ist auch Wasser in meiner Gießkanne, super. So, und mein wasserdicht gemachtes Holztablett werde ich jetzt so ein bisschen mal, ja, und das ist tatsächlich so, dass dieser Wasserspiegel tatsächlich schon genügt für eine Amaryllis. Das ist, es ist genial, aber es darf natürlich nie austrocknen. Ja, sondern ich muss immer gucken, dass da genügend Wasser drin ist. Ich hole noch mal ganz kurz einen papierummantelten Draht. Ich bin sofort zurück. So, ich habe, das ist jetzt ein papierummantelter Draht. Ja, das ist natürlich schöner, wie wenn ich jetzt irgend so ein Bindebast oder sowas nehme. Und Ich hätte gern auch ein bisschen Seidenkiefer, die noch mitläuft. Und ich kann auch einen schönen orangenen Draht nehmen und drahte einfach meine Seidenkiefer fest. Ich habe hier noch was ganz besonders Tolles gefunden. Und da meine Amaryllis Apricot blüht, so, und habe einen bronzefarbenen Eukalyptus, der also so weihnachtlich angesprüht ist, den manchmal kann man was einfach dazwischen stellen. Ja, ist die Frage, wo ich den so, den werde ich jetzt auch hier fest drahten. Eigentlich kann man so stehen lassen, er hält tatsächlich. Ja, ich mache ihn gar nicht fest und ich finde, dass ruhig noch ein bisschen Seidenkiefer rein kann. Aber
viel mehr Deko würde ich tatsächlich gar nicht machen. Ja, und als weihnachtliche Deko würde ich gar nicht viel hier reinmachen. Ich finde, also zu diesem Farbenspiel mit dem, ja, mit diesen bronzefarbenen Blättern, mit den aprikofarbenen Blüten, die dann aufblühen, genügt es eigentlich, so wirklich nur Weihnachtskugeln reinzulegen und vielleicht noch einen Zapfen. So, ich mag gerade, die Weihnachtskugeln drehen sich natürlich auch im Wasser, und Zapfen oder einen schönen Zweig, aber mehr. Das ist auch ganz schön, so als Deko in der Basis. Aber das könnt ihr, ihr habt dann natürlich immer viele Vorschläge. Und viel mehr würde ich gar nicht nehmen. Man kann auch noch so ein kleines Stückchen Konifere, das habe ich vorhin weggetan. Das hole ich doch wieder aus meinem Grünmüll raus. Aber ich finde, es reicht jetzt an Deko. Und das kann natürlich dann jeder selber machen, wie es ihm gefällt. Und da ist wieder eure gestalterischen, ja, Laune und Lust und Laune ist dann wieder alles überlassen. Ist natürlich auch sehr schön in Rot, mit roten Amaryllis, mit weißen, also auch mit weißen Amaryllis, mit grünen Kugeln. Wie auch immer, also es geht ja um den Grundgedanken, und die Detailausgestaltung, die überlasse ich euch. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr in meinem Video dabei wart. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbauen eures Amaryllis-Tabletts. Sag ganz liebe Grüße, und es gibt viele Amaryllis-Videos, Amaryllis-Strauß, Amaryllis im Topf. Habe ich euch einige Links dazwischen mit reingemacht, die sicher interessant sind zu sehen, und da kann man auch ganz tolle Weihnachtsgeschenke draus machen. Für heute ganz liebe Grüße, viel Spaß, erzählt's weiter, erzählt's euren Freundinnen, macht ihr mir eine totale Freude, und ich sage einfach bis bald, eure Margit. Tschüss! Thank you.